Und damit begrüße ich euch zum großen Finale des Super Giro. Natürlich haben wir morgen noch eine Etappe, da gibt es dann einen Berg der zweiten Kategorie nach oben. Aber heute geht es nochmal richtig, richtig in die Berge. Schmitti, Formhöhepunkt, Fitness gut, Tagesform plus 5. Also ist eigentlich schade, dass wir da nicht noch weiter vorne mit reinfahren konnten mit dieser Wahnsinnstagesform. Aber vielleicht ist ja heute mal der Etappensieg drin. Ich würde das Tempo vielleicht dann auch tatsächlich relativ lange mal hochhalten. Mal schauen, was die anderen Teams am Berg der ersten Kategorie machen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Taktik reinhauen. Dann geht heute mal Holger Erdgeist an die Seite von Schmidt. Reuter kümmert sich um Dorfschäfer, Vogt um Staub und Gravitz um Klöckner. Und Björn Walter macht dann eben wieder den Wasserträger. Ich denke mal, dass Gossado, mal schauen, ob wir das Bergtrikot schon irgendwo sehen, dass der heute nochmal vorne rausgeht. Kieselowski der Bergwertung mit 63 Punkten auf Platz 7, Kirienka auf Platz 18. Dann haben wir Ben Gastauer, der auch schon mal in der Ausreißergruppe war, aber da keine Bergpunkte geholt hat. Und Betancourt. Kreuziger geht hinterher, auch noch keine Bergpunkte geholt. Und Ulissi. Oh, Morten geht mit. Der sechste der Gesamtwertung. Der wird nicht weggelassen, oder doch, er wird weggelassen. Mensch. Also das könnte für Gossado dann doch nochmal eng werden, wenn jetzt Morten hier vorne mit reinfährt. Falls ich ihn jetzt nicht irgendwie übersehen habe. Ne, Betancourt von Movistar geht mit rein. Aber ansonsten reagiert das Feld nicht, obwohl Morten da vorne in die Ausreißergruppe reingeht. Finde ich erstmal sehr, sehr überraschend. Aber gut, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Natürlich auch für uns nicht ganz uninteressant, weil Morten in der Gesamtwertung ein paar 20 Minuten Rückstand hat. 26 Minuten, naja gut, 14 Minuten auf Schmitti, aber wir wollen jetzt natürlich den vierten Platz auch nicht noch irgendwie sinnlos abgeben, weil jetzt hier eine Ausreißergruppe so einen riesen Vorsprung sich rausfährt. So, Katjuscha wieder komplett vorne aufgereiht. Allerdings, wie gesagt, kein besonders gutes Team, was Zakarin hier dabei hat. Umso bemerkenswerter ist seine Leistung. Da ist am Berg kaum noch einer mit dabei. Jetzt bin ich ein bisschen perplex. Mit dem Rennverlauf hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Jetzt ist Zakarin ausgerissen. Okay, war kurz und schön. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen in den Rhythmus rein. Berg der ersten Kategorie fahren wir gleich hoch. Die Etappe ist ca. 200 Kilometer lang. Einige schwarze Passagen, dann geht es erstmal eine lange Abfahrt runter und dann steile Anstiege jeweils. Das ist schon so ein bisschen die Königsetappe jetzt gerade am vorletzten Tag des Giro d'Italias. Und dann haben wir, glaube ich, den härtesten Giro aller Zeiten einfach auch mal hinter uns gebracht. Christian Reuter zum Ende hin jetzt nochmal mit einer Plus-4-Tagesform, kommt also auch zum Ende der Rundfahrt dann nochmal in eine gute Form. 6 Minuten 20, das Feld hält jetzt auch so ein bisschen den Abstand. Würde dann vielleicht hier schon mal leicht das Tempo erhöhen. Gleich aber dann auch erst ab diesem Berg hier, wo es relativ steil ist. Und dann sind auch die Abstände dann zwischen den Bergen nicht mehr ganz so lang. Also warten wir den ersten Berg vielleicht doch noch mal ein bisschen ab. So, Morten vorne, das bedeutet natürlich, und das finde ich sehr schade, dass A. Marc Spofer und Moritz Hintermeier nicht mehr auf den sechsten Platz vorkommen können. Das ist, denke ich mal, hiermit schon klar in der Bergwertung. Wird es dann nochmal knapp für Felix Gossado? Da sind quasi vier Berge ja der ersten Kategorie heute zu erklimmen. 7,5 Minuten, jetzt sind es 8 Minuten. Der Vorsprung wächst jetzt immens schnell an. Also für uns, wie gesagt, nicht ganz so schlimm. Wir haben 14 Minuten Vorsprung vor Morten Lachlan. Lachlan Morton, ich kann mir nie merken, was da Vor- und Nachname ist. Ist einfach auch ein doofer Name. Muss man einfach mal so sagen, was die Eltern sich dabei gedacht haben. Nun gut. So, wir können hier nochmal ganz kurz schauen. BASF mit Platz 28. Da ist dann leider Olivier Castelli außerhalb der Zeitkarenz auch noch angekommen. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir uns erst nochmal ein Wasser gönnen, bevor wir hier loslegen mit Björn Walter. Wo haben wir Björn Walter? Da ist er. So, Björn Walter lässt sich mal zurückfallen. Und dann schauen wir mal, was Paulaner in der Gesamtwertung sind noch vollzählig. Adrian Vogt, Paulinho, Max Becker
sind dort, die weit hinten sind. Und dann haben wir aber mit Marc Spofer auf 7, Moritz Hintermeier auf 8, Henry Uhlig auf der 17 und Horst Lampe auf der 21 ein sehr, sehr gutes Teamergebnis. Bei Team Skoda schauen wir mal, da ist Andreas Fleckenstein auf 47, konnte sich nicht wirklich verbessern. Matthias Simon auf der 51, Nadja Tripodi auf der 74. Dann stellen wir es wieder etwas schneller und schauen, dass wir in den Berg der ersten Kategorie reinkommen. Vorsprung jetzt schon über 10 Minuten. Und wenn Björn Walter vorne wieder angekommen ist, dann schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht doch das Tempo schon mal leicht erhöhen oder vielleicht einfach auch Jan Krawitz nehmen. Holger Erdgeist, dass einer von denen das Tempo mal macht. Aber die beschützen natürlich unsere Fahrer. Wir lassen das. Also es macht keinen Sinn. Wir machen am nächsten Berg der ersten Kategorie dann schon mal ein schnelleres Tempo, damit da vielleicht nur noch 30, 40 Fahrer mit über die Kuppe fahren. Und dann schauen wir mal, was die anderen Favoriten da so drauf haben, wenn wir dann hier nochmal einen Zug in den Berg reinfahren oder auch in den letzten Berg rein. Da schauen wir mal. Nur, dass sich da gar keiner Sorgen um Morten Lachlan macht, ist schon ein bisschen merkwürdig. Switchen wir mal um und lassen Holger Erdgeist zumindest mal ein kleines bisschen Tempo machen. Ist jetzt ja nicht der allerschlechteste Bergfahrer mit seinem 68er Wert. Muss jetzt halt 13 Kilometer lang hier nach oben fahren. So, da sehen wir einen Fan. Ich dachte schon, da wäre einer rausgefallen aus der Ausreißergruppe. So, Stumpsnyder hat ein Loch im Zahn. Ist natürlich bitter, jetzt hier in den Bergen einen Zahnarzt zu finden. Und wenn diesen Gag auch nur irgendein anderer YouTuber jemals machen wird, dann verklage ich ihn. Das ist mein Witz. So, Vorsprung wird nicht wirklich kleiner, aber er wird auch nicht größer. Holger Erdgeist müsste es eigentlich schaffen, dass er mit dem Tempo über den Berg drüber kommt. Wir können es nochmal ein kleines bisschen schneller machen. Nur das ist mir sonst zu langsam. Dieses Rumgedrödel, auch Reuter und Krawitz müssten da eigentlich halbwegs über den Berg kommen. Wobei jetzt, glaube ich, andere die Führungsarbeit übernommen haben. Und da nochmal schneller fahren. So, Felix Gossado, Lachlan hat dort Punkte geholt, ist jetzt auf 153. Aber ich glaube, er hat die Bergwertung nicht gewonnen, wenn ich das richtig rechne. Schauen wir mal, Berg der ersten Kategorie. Ulissi gewinnt vor Poljanski und Morten wird dann nur Dritter. Das ist bitter. Wir sehen jetzt gerade hier, wie alle über den Berg rüberfahren. Da sehen wir Roman Kreuziger. So, wir fliegen wieder durch den Berg zurück. Schauen wir mal, Holger Erdgeist macht hier nach wie vor das Tempo. Jan Krawitz hat jetzt langsam Probleme. Schauen wir mal, wen hat er beschützt? Klöckner. Gut, dann fährt Klöckner jetzt erst nochmal alleine. Mal schauen, ob Jan Krawitz das noch packt. Da haben einige Probleme, dem Tempo von Holger Erdgeist zu folgen. Wir gehen mal gerade ans Ende des Feldes und sehen da ja schon einige Lücken, die hier gerissen sind. Also Miana Acebal, der am Anfang der Rundfahrt stark war, inzwischen kaum noch zu sehen ist. Yannick Nowak, Hans Toaster. Dann Ong Bak, Van Aarsbruck und Navadauskas. Adrian Vogt hat jetzt hier Probleme, Pascal Motes ist noch mit dran. Und dann hat Holger Erdgeist, glaube ich, seine Schuldigkeit auch erstmal getan. Jan Krawitz ist noch mit drin in der Gruppe, sehr schön, hat er gut gemacht. Und dann fährt Holger Erdgeist das jetzt hier von vorne mal in die Abfahrt rein. Geht ja schön steil bergab. Können sich alle mal dranhängen und der Vorsprung der Ausreisegruppe wird nicht mehr immens hoch. Und wir haben bislang eigentlich nur Holger Erdgeist verbraten, natürlich die anderen Helfer auch, aber die wären bei jeder Tempobeschleunigung sofort weg. Gibt ja leider keine Sprintankunft morgen im großen Finale beim Giro d'Italia, sondern da geht es dann nochmal auf einem Rundkurs dauernd einen steilen Berg der zweiten Kategorie hoch. Wäre auf jeden Fall nochmal ein Profil für Damiano Caruso. Vorübergehende Gesamtwertung. Ilnur Zakari natürlich Sieger der Rundfahrt. Da musste es heute schon mit dem Teufel zugehen, dass er das noch verliert. 114 Fahrer sind in der Spitzengruppe. Hinten das Gruppetto hat sich gebildet, aber ohne Fahrer von uns. Jetzt sind es noch rund 10 Minuten. Sind hier in der Ebene.
Da muss Holger Erdgeist jetzt nicht mehr ganz so schnell fahren. Hat natürlich wahrscheinlich einen guten Ebenewert, wollte ich gerade sagen. Aber den hat er gar nicht mit einer 67. Ist für einen Sprinter immer schlecht, wenn er da nicht ganz so stark unterwegs ist. Mal schauen, ob er uns noch in den nächsten Berg mit reinbringt. Holger Erdgeist, ansonsten kann auch jemand anders übernehmen. Mal schauen, wie es hier aussieht. Da jetzt ein Wasser holen ist gerade, glaube ich, nicht optimal. Würde trotzdem mal Jan Krawitz bitten, das zu machen. Vielleicht kann er das ja auch mitten im Feld machen. So, also für alle, die jetzt neu dazuschalten, die gerade erst einschalten. Zakarin im rosa Trikot, dann natürlich hier Caruso in diesem wunderschönen Zustandfarbe. Wenn man so eine Farbe normalerweise sieht, sollte man zum Arzt gehen. Dann haben wir im weißen Trikot Schmitti. Also das war jetzt nicht, weil es irgendwie pink oder sowas ist und man sollte zum Arzt gehen, wenn man pink mag oder so. Nein, das war einfach nur ein blöder Witz, weil ich die Farbe nicht mag. Bevor da jetzt irgendeiner falsche Schlüsse draus zieht. So, Holger Erdgeist macht weiter Tempo. Ich lenke einfach mal ab von einem missglückten Witz. Und dann geht es jetzt gleich nochmal ein bisschen steiler in die Abfahrt. Die Ausreißer sind noch 9 Minuten 42 vorne weg. Jan Krawitz kämpft sich hier wieder vor und bringt Wasser mit für alle. Das ist doch super. Und dann kann Holger Erdgeist hier in den nächsten Hügelberg reinfahren. 10,8 Kilometer, 9,3% steil, wird also erst oben ein bisschen flacher. Und das zieht dann schon einigen Fahrern den Zahn. Und ich meine, es ist nur Holger Erdgeist, der hier das Tempo macht. So, wir schauen mal in die Spitzengruppe. Da sieht man diese wirklich steilen Passagen. Das wird schon ein übler Berg werden. Da kann man dann vielleicht oben, wenn Holger Erdgeist dann ein bisschen platt ist, dann kann man vielleicht Jan Krawitz nochmal kurz mit reinnehmen, mit Björn Walter das Tempo nochmal erhöhen. Dann haben wir unsere 5 Fahrer, die hier auf jeden Fall noch mit rüberkommen, auch hier regenerieren. Aber dann wird die Gruppe auf jeden Fall nochmal ein bisschen kleiner und wir erhöhen das Tempo einfach und halten es hoch, weil wir mit Schmitti hinten raus bestimmt auch noch was machen können. Sehr schöner Berg, keine Frage. Wir schauen uns das mal an, wie das hier ausschaut. Auch vielleicht mal aus anderen Perspektiven. Hinten ein harter Positionskampf. Jan Krawitz versucht seine Position irgendwie noch zu halten vor Paul Klöckner. Aber das wird schwierig. Da kämpft da Jan Krawitz. Das Feld natürlich jetzt extrem lang gezogen. So, das war es dann jetzt leider für Holger Erdgeist. Schauen wir mal, ob er da irgendwie nochmal umswitchen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir mal, dass Björn Walter das Ganze mal übernimmt. So, Holger Erdgeist kann sich noch ganz kurz ausruhen. Jetzt übernimmt Björn Walter. Und der ist natürlich ein ungleich besserer Bergfahrer. Das wird jetzt einigen ordentlich den Zahn ziehen. Rosa Trikot ist hier vorne mit dabei. Vielleicht können wir Caruso da schon mal ein kleines bisschen in Schwierigkeiten bringen, obwohl der da auch auf selber Höhe ist. Keldermann Dritter ins Leere. So, Latour ist dabei. Dann haben wir Hintermeier, der hier vorne mit uns dabei ist. Jetzt müssen wir ein bisschen rüberfahren. Ich versuche unsere Fahrer mal wieder alle zu markieren, damit die da nicht auf der Busspur landen. Da ist jetzt auch gerade eine kleine Lücke gerissen. Reuter fährt das Ding wieder zu. Macht nichts. Muss man jetzt halt mal ein bisschen mehr Energie aufwenden. Noch 5 Kilometer bis oben hin. Und da geht es wieder auf die Busspur. So, harter Rennverlauf natürlich jetzt durch uns. Wir haben 4 Fahrer, die wir über diesen Berg mit rüberbringen werden. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Sind noch 4 Kilometer. Schauen wir mal, wo Schmitti da jetzt hin ist. Da sehen wir auch das rosa Trikot. Direkt an unserem Hinterrad. Jetzt hat Astana vorne übernommen. Dann können wir Björn Walter nämlich nochmal rausnehmen.
wird hier alles noch als Hauptfeld gewertet. Jetzt sind es 10 Fahrer, die hier eine Lücke gerissen haben. Aber da sieht man, die Unterschiede sind da wirklich nur sehr gering. Da versucht jetzt Geschke hinterher zu fahren. Hintermeier. Jetzt haben wir hier vorne eine kleine Lücke. Björn Walter ist da mit ausgerissen. Das rosa Trikot fährt hinterher. Ups, ja, das hat es jetzt nicht gemacht. Sorry. Da wird jetzt auch keiner mehr irgendwie beschützt. Das müssen wir gleich nochmal umswitchen. Nils Staub kümmert sich mal hier drum. Und Walter um Klöckner. Und Dorfschäfer fährt erstmal alleine. So, alter Schwede. Hier geht es jetzt richtig zur Sache. Da fahren wir sogar durch den Felsen durch. Jetzt sind es nur noch 8 Fahrer. Wir schauen gleich mal, wenn wir einen Kilometer vorm Gipfel sind. Da haben wir schon eine ordentliche Lücke nach hinten gerissen. Und Pozzo Vivo und Elizonde machen da gar nichts. Caruso ist abgehängt. Das war der Plan, den wir eigentlich hatten. Wir haben Gossado, der abgehängt ist. Hintermeier ist hier mit dabei. Mühleder, Keldermann ist raus. Der Abstand ist nicht gerade gering. Und Aru hat noch Cataldo an seiner Seite, der da jetzt Führungsarbeit macht. Und wir hoffen mal, dass wir hier so viele wie möglich mit rüber bekommen. Walter hat da jetzt Probleme. Der fällt raus. Dann haben wir noch Klöckner, den wir jetzt an Seite von Schmidt geben. Dann ist es hier ein sehr, sehr spannender Rennverlauf. Schnelles Tempo. Natürlich eine kleine Gruppe. Hinten werden die immer wieder mehr zusammenfahren. Ja, Dorfschäfer hat jetzt auch keine Kraft mehr. Kommt da nicht mehr hin. Macht aber auch keine Führungsarbeit. So, Klöckner ist ziemlich platt und hier ist jetzt auch ein bisschen das Tempo raus. Wäre aber schön, wenn sich da vielleicht dann doch noch jemand findet, der da Tempo macht, damit hinten Caruso und so weiter nicht wieder rankommen. Der wird jetzt aber rangefahren von seinen Helfern. Hier haben wir Fleckenstein, der heute sehr stark ist. Gutes Rennen, wir machen mal kurz den Überblick. Keldermann ist wieder abgehängt. Padun, der Etappensieger von gestern. Moritz Hintermeier kommt hier. Auch wieder abgehängt. Dann sehen wir Polans, Buchmann, Simon Braun und wir haben Max Spofer noch nicht gesehen. Mühleder. Max Spofer übersehen oder hat er heute keinen guten Tag? Gehen wir mal zurück. Das müsste dann Max Spofer sein, ja. Also relativ weit hinten, nur in Gruppe A6. Nicht optimal. Fliegen wieder vor. Sehen, dass hier die Gruppe mit Sky rankommt. Also Caruso hat das nicht wirklich gut gemacht, aber wir machen da vorne jetzt auch keine Führungsarbeit. Dorfschäfer ist hier in der Gruppe auch mit dabei, also optimal. Dann haben wir nämlich noch 2 Helfer an der Seite von Schmidt. Dann geht es in die finalen 2 Berge rein. Veco Keldermann müsste dann in der nächsten Gruppe folgen. Da sind auch Walter und Staub und Fleckenstein mit dabei. Und dann ist heute tatsächlich mal Team Skoda die Nummer 1 bei den anderen Abonnenten. So, also die Top-Favoriten alle wieder in einer Gruppe. Aro, Zakarin, Caruso und eben auch Schmidt. Und jetzt wird auch ein bisschen Tempo gemacht. Und da hat jeder sogar auch noch Helfer dabei. Sky hat 2, Bianchi hat 2, nur Zakarin ist wieder alleine. Aro hat auch noch Cataldo an seiner Seite. Und dann Louis Meintjes fliegt hier wieder ran. 19. in der Gesamtwertung, hat sich von der Formkurve auch deutlich verbessert. Aber das kostet ihn jetzt viel Kraft, hier wieder ranzufahren. So, wir kommen gleich ins Tal. Momentan will keiner hier so richtig Führungsarbeit machen. Aber eigentlich sind es Gute ist, dass Sky jetzt eben auch 2 Helfer hat. Jetzt ist Pellegrini gestürzt und Gregor Deuter. So, schauen mal, dass wir hier aber schon mal sagen, die sollen automatisch fahren. Jan Krawitz ist er noch im Anstieg drin? Nee, ist schon in der Abfahrt. Also immerhin, der Weg ist auch kurz. So, hier will jetzt keiner so richtig fahren. Schmidti? Ich glaube, Schmidti möchte einfach abgehängt werden.
So, Gardini ist auch gestürzt und wenn wir Glück haben, dann kommt hier noch Nils Staub sogar gleich mit dazu. Und in der Gruppe danach Björn Walter. Also jetzt haben wir bald wieder ein komplettes Team hier zusammen. Aber jetzt wird hier vorne auch gar kein Tempo mehr gemacht. Ist natürlich, das ist jetzt schon fast ein bisschen schade, dass hier gar keiner mehr fährt. Jetzt gibt es hier Stehversuche. Und jetzt haben wir wieder unsere 5 Fahrer zusammen, unter anderem auch Nils Staub und Björn Walter. Und dann können wir nämlich auch wieder das Ganze ein bisschen verändern. So. Da kommt jetzt Florian Harrer rangeflogen. Müssen wir noch schauen, Staub oder Dorfschäfer. Puh. Sind beide gut drauf. Staub ist heute vielleicht ein bisschen besser, aber wir machen trotzdem mal, dass wir Dorfschäfer nochmal beschützen. Upsa, jetzt haben wir Schmidti nicht mehr beschützt, das ist natürlich schlecht. Dann machen wir Staub für Schmidt und Dorfschäfer fährt erstmal alleine. Klöckner ist so richtig gut drauf. Jetzt geht es hier in den nächsten Berg rein. Und dann nehmen wir nämlich Dorfschäfer mal, der hier versucht, die Gruppe wieder kleiner zu fahren. Jeden Fall bitte weiter vor. Ansonsten gibt es da Probleme. Dorfschäfer zieht das jetzt mal durch und wir versuchen natürlich auch da wieder alle mit über den Berg zu bekommen. Schmidt fährt da jetzt auch sehr weit vorne, aber das passt schon. Klöckner muss ein paar Positionen gut machen und dann machen wir hier wieder das Ausscheidungsfahren. Dann haben wir wahrscheinlich, wenn wir oben über die Kuppe sind, haben wir vielleicht noch Nils Staub, Dorfschäfer, Klöckner und Schmidt. Also 4 Fahrer, sind aber jetzt 11 Kilometer noch bis oben hin. Müssen wir dann vielleicht doch ein bisschen runtergehen. Die Ausreißergruppe, Vieja haben wir hier, Gastauer wieder früh raus, Betancourt, Kirienka, Kreuziger. Dann ist alles ziemlich einzeln unterwegs, nur die Spitzengruppe mit Ulissi und Morten eben. Das ist sehr, sehr schlecht. Für Felix Gossado verstehe ich nicht, warum da keine Ausreißergruppe drin war. Vor allem, man kann es jetzt auch gar nicht mehr auf die Platzierung schieben. So, jetzt sollten hinten eigentlich schon einige wieder Probleme haben. Wir schauen uns das mal an. Samuel Eller fällt wahrscheinlich gleich raus bei der nächsten Tempoverschärfung. Beziehungsweise eben, wenn es etwas steiler wird. Da sehen wir es jetzt auch. Jetzt könnte er Probleme bekommen. Andreas Fleckenstein. Latour hat Probleme, das ist relativ früh, dass er hier rausfällt. Der 10. der Gesamtwertung. Hausen, Fleckenstein kämpft noch. Benot müsste jetzt gleich raus sein. Vorne von den Kräften her sieht das nach wie vor gut aus, was Dorfschäfer da macht. Sind noch 8 Kilometer, bis oben hin sollten wir das schaffen können. Tempoverschärfung gibt es erstmal keine mehr. Samuel Eller fährt nochmal ran, Gossado ist leider platt. Dann reißt hier auch gleich die nächste Lücke und das war es dann eben auch für Gossado. Atapuma, Padun, Serge Pauls ist noch mit dabei. Reichenbach und Buchmann, für die sieht es jetzt auch eher schlecht aus und Fleckenstein hat wirklich einen guten Tag erwischt. Dann sehen wir hier Marc Sprofer, der sich wieder gefangen hat. Moritz Hintermeier ist da mit dabei. Gruppe wird immer kleiner, Pantano hat jetzt doch dann seine Probleme anscheinend. Fleckenstein muss auch langsam abreißen lassen. Zumindest jetzt ganz am Ende des Feldes. Sind noch 5,7 Kilometer. Ich nehme nochmal ganz ein bisschen Tempo raus, damit wir Dorfschäfer auch eben final damit rüberbekommen. Wobei es oben natürlich auch ein bisschen flacher wird. So, die Topfahrer haben da natürlich alle kein Problem. Björn Walter ist jetzt raus. Dem können wir auch Adieu sagen. Pantano kämpft genauso wie Fleckenstein. Formolo, Simon Braun ist mit dabei. Marc Sprofer und natürlich Moritz Hintermeier. Die beiden Top-10-Fahrer von Paulana. Aber Lachlan ist vorne halt wirklich weit vorne weg und holt sich vielleicht sogar noch das Bergtrikot. So, Ulissi greift an. Wir drücken ihm die Daumen, dass er es schafft. Der Rückstand ist über 10 Minuten.
Das liegt natürlich daran, dass wir da im Tal eben wieder alles verloren haben, was wir am Berg gut gemacht haben. Schön, wie er hier nach links cruist in der Kurve. Also sehr spannender Rennverlauf. Jetzt gibt es erstmal hier keine größeren Verluste. Doch Marc Spofer muss abreißen lassen. Das ist jetzt schon überraschend. Wobei man es ja am Berg vorher schon gesehen hat, dass er Probleme hat. Eigentlich jetzt keine Tempoverschärfung, sondern es ist einfach die Dauer des Anstiegs, die jetzt einigen wehtut. Da ist auch Vieja raus, der ja, glaube ich, eine Ausreißergruppe war. Hintermeier versucht es noch. Ich liebe so ein Ausscheidungsfahren. Ich könnte mich da gerade reinsetzen. Tut mir leid, wenn ich das so formuliere, aber ich finde es einfach genial. Jetzt haben wir mit letzter Kraft Fleckenstein. Jetzt hat Hintermeier wahrscheinlich seinen roten Balken kaputt gefahren. Schmidti hat da eigentlich gar kein Problem, könnte viel schneller fahren. Dorfschäfer macht das gut. Müssen gleich Wasser holen. Gehen nochmal ein bisschen vom Tempo runter, damit wir Nils Staub hier vorne mitbekommen. So, der fährt jetzt hier vorne drüber und holt uns jetzt auch mal ein Wasser. Dann sind es noch 12 Fahrer. Mal schauen, ob Hintermeier das geschafft hat. Nee, aber er kommt in der nächsten Gruppe mit Fleckenstein. Dann geht es hier in die Abfahrt runter. Und schauen, Staub müsste gleich das Wasser eigentlich vorbringen. Dann kümmert sich Dorfschäfer nochmal ein bisschen um Klöckner, damit wir da Energie sparen. Und dann geht es in den Schlussanstieg zum Monte Colmo hoch. Für uns ist noch ein bisschen längere Abfahrt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier wieder gebremst wird wie der Teufel. Der stellt nochmal seinen Radiosender neu ein. Schauen, jetzt sind es 15 Fahrer mit Keldermann, der hier noch mit dabei ist. Auch Fleckenstein. Hinten dran kommt Tarek Kangert. Simon Braun kommt. Und dann ist es eigentlich ziemlich egal, was wir jetzt machen. Nach hinten hin ist nicht schlimm. Sparen uns ein bisschen Energie und können dann schön knackig in den Schlussanstieg reinfahren. Marc Spofer verliert heute Zeit. Also Moritz Hintermeier ist dann doch der etwas Stärkere im Endeffekt. Wir haben unsere beiden Spitzenfahrer erstmal beschützt. 12,1 Kilometer lang der Schlussanstieg, also 5 Kilometer geht es jetzt hier noch leicht bergab. Wir sehen Betancourt, Kirienka, Kreuziger, die sich immer hier noch zwischen dem Feld und den Ausreißern befinden. Morten, der wahrscheinlich inzwischen virtuell im Bergtrikot ist, leider. Werfen wir ganz kurz einen Blick auf die Wertung. Ulissi hat hier gewonnen vor Morten und hier auch, aber alleine die 60 Punkte bringen ihn leider schon ins Bergtrikot. Da sind wir jetzt nicht so vom Glück verfolgt mit dem Bergtrikot. War ja auch bei unserem Tour de France Let's Play mit Bora nicht ganz so schön. So, was machen wir jetzt? Dann fahren wir hier doch wieder ein bisschen Tempo rein. Schauen wir, ob das Dorfschäfer sich um Schmidt kümmert. Dann schauen wir, es sind 11 Kilometer, wir müssen nicht so schnell starten, aber auf jeden Fall schon mal ein gutes Tempo reinfahren, damit da jetzt gar nicht einer auf die Idee kommt, viel zu machen. Diego Pellegrini hat es jetzt leider schon wieder hingehauen, ich glaube, das war auf der letzten Etappe auch schon so. Bisschen den Überblick verloren, wer da wie dauernd aufs Maul fliegt. Ich schaue nochmal ganz kurz, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, das sieht gut aus. Da freue ich mich, dass ich den Knopf gedrückt habe, sonst wäre es schade gewesen. So, Betancourt aus der Ausreißergruppe, da sieht man, da ist nichts mehr im Tank drin. Wir fahren mit Nils Staub. Wir müssen vielleicht aber auch gar nicht vor Nils Staub fahren. Das wäre vielleicht noch ganz nett. Bei Klöckner auch. Ein kleines bisschen weiter hinten wäre vielleicht ganz gut. Aber 148er Puls ist jetzt nicht immens. Staub hält das Tempo weiter hoch. Es sind noch 7 Kilometer bis oben hin. Mal schauen, wie es den anderen so geht. Ich glaube, Caruso werden wir nicht nochmal abhängen. Jetzt haben natürlich alle auch wieder gut regeneriert. Schmidti sieht noch frisch aus.
Problem ist, dass Nils Staub jetzt quasi die anderen genauso platt fährt. Alle sehr gleichmäßig platt. So, wie schaut's aus am Ende der Gruppe? Da können immer noch einige mitfahren. Bedeutet natürlich, dass das Tempo auch nicht selektiv genug ist. Wir sind im Viererzug vorneweg. Caruso, Zakarin sehen natürlich noch gut aus. Es sind noch 4,3 Kilometer. Da kommt jetzt die Attacke von Caruso. Da gehen wir mit und machen hinten natürlich erstmal nichts mehr. Fahr halt weiter mit. Eieiei, was geht denn mit Caruso? So, es sind noch 2,5 Kilometer bis oben hin. Da kommt Zakarin. Versuchen wir uns dran zu hängen. Jetzt natürlich alles in Zeitlupe. 1,8 Kilometer. Boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir können da nicht mitfahren. Aber es ist immer wieder dasselbe. Wir kommen auf den letzten Metern einfach nicht mehr mit. Und vor allem Caruso, die Attacke war jetzt auch nicht optimal. Schauen wir mal, da fahren wir vielleicht da noch dran vorbei. Mit ein bisschen Glück. Aber das ist dann auch unsere letzte Kraft und dann gewinnt wieder Zakarin vor Aru und dann kommt Schmidti ins Ziel. Natürlich haben die beiden deutlich bessere Bergwerte und ich will gar nicht wissen, wenn die ihren Formhöhepunkt haben, was dann passiert. Caruso auf der 6, dann Poljanski, Keldermann, der wieder Zeit auf uns verliert, aber das ist auch schon egal. Dann haben wir hier Polans, Meintjes, jetzt wird es für die Teamwertung wichtig. Da kommen Staub und Klöckner rein mit Elissand und Hintermeier in der Gruppe, der auf Platz 15 reinfährt. Also seinen 7. Platz auf jeden Fall verteidigt hat. Kieselowski kommt mit Fleckenstein, bestes Ergebnis der Rundfahrt. Kirienka mit Dorfschäfer am Hinterrad. Dann kommt Tarel Kangert und Simon Braun. Jetzt wird es langsam aber Zeit für Marc Spofa. Da kommt er auch. Verliert aber heute viel, viel Zeit. Also die Form bei Marc Spofa hat dann doch nachgelassen hinten raus. Dann Henry Uhlig kommt rein, gute Platzierung. Roman Kreuziger, Samuel Eller, Emanuel Buchmann kommt hier rein. Natürlich eigentlich alles auf Nairo Quintana ausgerichtet. Björn Walter hat einfach die Schnauze voll. Der haut nochmal alles rein, was er hat. So, Wout Poels. Und dann stellen wir es mal etwas schneller. Da ist auch Gossado dann im Ziel gewesen. Heute einer der großen Geschlagenen, muss man ja sagen. Oh, Pellegrini hat aufgegeben. Nicht gut, jetzt auf der 20. Etappe. Es lief eh schon schlecht. Und dann jetzt noch ausgeschieden. Karenzzeit ist bei 1 Stunde 16. Ich hoffe, dass Jan Krawitz das gut schafft. Müsste er aber eigentlich. Er ist momentan so bei 59 Minuten. Mal schauen, wo er ist. Da kommt er jetzt gleich ums Eck und dann schafft er das innerhalb der Karenzzeit sehr schön. Also wir bringen alle 9 Fahrer auf die letzte Etappe. Jetzt wird hier nochmal ordentlich gekämpft. Sprint um die Karenzzeit und jetzt ist sie überschritten. Da sind also dann doch einige Fahrer heute ausgeschieden. Unter anderem auch ein Helfer von Aru, aber das ist dann jetzt auch schon egal. So, jetzt sind wir schon bei 1 Stunde 40 drüber. Da kommt auch Linus Gernemann endlich ums Eck. Mensch, Tour de France 2014 endlich beendet. Den Gag werde ich auch ewig machen. So, FDG haut auch noch einen Fahrer rein mit knapp unter 2 Stunden. Und jetzt müsste es doch langsam mal gut sein. Na also, da haben wir es doch.
So, eine schöne Etappe, hat Spaß gemacht, war jetzt nicht ganz so erfolgreich wie erhofft, aber Schmidti verliert dann doch nochmal Zeit auf Aru und Zakarin, aber die sind auch einfach zu stark. Da bräuchten wir schon einen Jonas Joel, damit der an den steilen Rampen da mithalten kann. Wir haben Caruso ein bisschen Zeit draufgegeben, vor allem auch Wilco Keldermann, das ist so unsere Kragenweite. Dann schauen wir Zakarin natürlich in der Gesamtwertung vorne. Wir sind Vierter mit 13 Minuten 27 Rückstand. Wie gesagt, da hilft auch die Kopfsteinpflaster-Etappe nicht und die Erklärung auch nicht. Lachlan Morton hat sich dort auf Platz 6 reingeschummelt. Marc Spofer auf 7, Moritz Hintermeier auf 8. Und da wird jetzt auch in beide Richtungen nicht mehr viel gehen, beziehungsweise vielleicht nach hinten. Man gesehen, dass da der Abstand jetzt dann gar nicht so gering war. Bergwertung leider Lachlan Morton vorne. Felix Gossardo auf der vorletzten Etappe hat es verloren. Morgen wird es wahrscheinlich schwierig, das Ganze nochmal aufzuholen. Die ganzen Bergwertungen der zweiten Kategorie bringen wahrscheinlich nicht genügend Punkte. So, Damiano Caruso in der Punktewertung noch vorne. Da warten wir mal die letzte Etappe ab und das weiße Trikot gehört natürlich uns und die Teamwertung auch vor Paulana. Ich finde, das spricht auf jeden Fall für das Talent unserer beiden Teams und Richtung Tour de France werden sich da einige Fahrer bestimmt auch nochmal verbessern. So, Ulissi ist am Lustgipfel. Das freut uns für ihn. Und dann ist der Giro auch schon bald vorbei. Schön war es, ne? Und wir haben es sogar fertig gespielt. Also noch nicht. Jetzt muss ich noch eine Etappe aufnehmen. Vielleicht haut es mich gleich vom Stuhl. Aber eigentlich habe ich vor, das jetzt noch zu schaffen. Dorfschäfer Klöckner. Und dann schaue ich mir gleich nochmal die Vorbereitungen an der anderen Fahrer, ob es da schon wieder Probleme gibt. Ob da die Ermüdung zu hoch ist. Aber das müssten wir eigentlich alles gut schaffen. Und wir haben es auch hier gut geschafft mit Dorfschäfer und Schmidti, dass wir den Formhöhepunkt genau zum richtigen Zeitpunkt hatten. Und ja, wir können schon eine gute Bergtaktik fahren, ob wir jetzt da unbedingt den Fahrer beschützen und abwarten oder ob wir einen Zug fahren. Eigentlich ist es völlig egal, wenn man ehrlich ist. Bislang hat es dauernd denselben Effekt gehabt. Also, ich sage Dankeschön fürs Schauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es das Finale beim Giro d'Italia. Das schauen wir uns hier nochmal an, das Profil. Also Etappe 21. Die Bergwertungen sind komischerweise jetzt hier wieder rausgestrichen, sind immer Bergwertungen der zweiten Kategorie. Hat es also schon in sich ein schnelleres Tempo, kann schon nochmal Zeitunterschiede bringen. Ich glaube aber eher, dass die Favoriten in einer Gruppe bleiben werden und es erst zum Schluss dann vielleicht nochmal kleinere Abstände gibt. Gut, warten wir es ab. Wir sehen das morgen. Schlussetappe des Giro d'Italia 2018. Dankeschön fürs Schauen und bis morgen.